Schönen guten Tag an die Geräte zu Hause. Es ist 17.37 Uhr am 4. Juni und der DAX schließt, wenn ich das hier richtig sehe, bei 15.692,90. Wieder ein neues All-Time-High. Und damit als erste Feststellung kann ich sagen, dieser Shooting-Star, der hat keine Verwendung mehr, denn der wurde überboten, der war bei 15.685. Der ist überboten, wir hangeln uns weiter hier am oberen Band lang. Bänder, nicht viel zu sagen, eigentlich ohne echte Aussage. Ich nehme es mal ein bisschen zurück. Das heißt, wir sind auf einem neuen All-Time-High. Ich habe mir mehr versprochen von der Woche, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, wir gehen ja schon mal deutlich über die 15.700, so in Richtung 15.800 mal hoch. Aber das hat er jetzt gar nicht gemacht. Das ist irgendwie, es fehlt ein Tritt in den Hintern. Anders kann man das nicht sagen. Wir haben nach wie vor eine doch starke Differenz und einen starken Abstand zur 200-Tage-Linie. Das nehme ich einfach so zur Kenntnis. Und hier unten, was haben wir denn da? Wir sind leicht positiv über das MACD. Wir sind, wenngleich überkauft, immer noch recht hoch. Der hat also am letzten Freitag, sah das hier ein bisschen kribbeliger aus, muss ich schon sagen. Oder letzten Dienstag vielmehr. Tja, wir sind auf hohem Niveau, ohne irgendwo eine Schwäche zu zeigen. Das heißt, der Markt hat für mich, wir sind zwei Wochen vor dem großen Verfall, immer noch die Chance, hier noch mal ein bisschen weiter höher zu gehen, um für weitere Überraschungen zu sorgen. Zu dem Verfall, das ist also heute in zwei Wochen, das ist dann der 18. Juni, ist es meistens so, dass die Woche vor dem Verfall, also nicht die Verfallswoche, sondern die Woche vor dem Verfall, da gehen sehr viele Arrondierungen rum. Ich rechne in der nächsten Woche insgesamt mit mehr Volatilität. Nach oben hat er Platz, da ist kein echter Widerstand, außer, wie gesagt, Elliott-Wellen sagen wir was von wegen 15.750, das lasse ich einfach mal dahingestellt sein. Und nach unten haben wir erstmal die 20-Tage-Linie, da orientiere ich mich auch gleich mit dem ersten Optionsschein. 15.417 heute, das ist auf jeden Fall schon mal eine Unterstützung, die haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, der kann da immer mal drauf gehen. Viel ist es ja nicht, ja, das sind ja nur ganz grob 300 Punkte, aber das ist möglich. Wie gesagt, ich rechne mir in der nächsten Woche doch schon mal ein bisschen mehr Volatilität, um dann, ich befürchte fast, in so eine Art Sommerloch reinzufallen mit leicht korrektiven Preisen. Zu dem Schein eben genannt. Also ich suche mal, oder ich habe mir diesen hier ausgesucht. Wo ist er denn jetzt? Der hier. 15.315. Das ist ein Open-End-Schein, im Moment mit dem 40er Hebel. Der liegt also 100 Punkte unter der 20-Tage-Linie. Hat also genügend Abstand, das sollte die mit Schlusskurs unterboten werden, dass man den noch relativ bequem stoppen kann. Die Kennnummer ist die GH6FF1. GH6FF1. Wenn wir am Montag besser aufmachen, ist das durchaus eine Alternative. Der ist schon ziemlich nah dran mit seinem 40er Hebel. Da kann man eine ganze Menge mitmachen. Das muss er mir beweisen am Montag, aber ich habe hier im Moment keinen Grund, warum ich jetzt sagen sollte, nee, der fällt jetzt erstmal wieder. Noch nicht. Das kommt bei mir erst unter dieser 15.417. Dann beim Put. Also ich möchte nach wie vor oberhalb der 16.000 bleiben. Wenn wir irgendwo in den Bereich hier gehen, 15.800, dann zieht diese Marke. Ja, die zieht einfach. Das ist ein gewisser Magnetismus. Deswegen, ich möchte gerne dahinter bleiben. Ich gehe davon aus, dass der reicht. Das ist ein 16.084er Put, 41er Hebel momentan. Die GF8QT0. Ebenfalls von Goldman, 16.084. Dann sind wir hier. Aber damit kann man jetzt, gerade wenn wir beim All-Time-High sind, kann man jetzt erst noch mal ein bisschen mit warten. Ich zeige Ihnen das mal über die Wochensicht. Das ist die Wochensicht, ja. Das sind okay Kerzen, da kannst du nicht meckern, ja. Und nochmal, wir schließen fast am Wochenhoch. Ja, wir gelten hier weiterhin als überkauft, und zwar seit dem 15.03. Das heißt, es sind jetzt schon 2,5 Monate. Das ist eine historisch gesehen lange Zeit, aber noch dreht hier gar nichts. Also ich würde mit Chart einfach noch ein bisschen warten. Ich glaube, die kriegt man günstiger, diese Puts. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.